Einen wunderschönen Montag wünsche ich euch. Ich hoffe, ihr seid gut in die neue Woche gestartet. Wir tun das auf jeden Fall, und zwar indem wir, na? Ja, Mario Maker spielen. Was auch sonst. Naja, auf jeden Fall haben wir wieder einige Level zu spielen. Zum Spielen. Nein, für Mitteilungen haben wir keine Zeit. Und zwar einmal vom TomTom, dann vom Björn und, ja, vom Falke. Da haben wir auch noch einiges zu spielen. Das ist mir leider entfallen in den letzten paar Tagen. Sonst hätte ich das da schon gezeigt. Aber naja, jetzt fangen wir einfach mal an. So, ich weiß gar nicht, wer mir zuerst geschrieben hat. Björn oder TomTom. Aber wir machen jetzt einfach mal TomTom. Haha, Björn. So, Professor Layton. Wow. Oh, das sieht schon geil aus. Da sieht man schon einen Pixel-Professor. Und Luke. So, hier gleich mal die ID. Auch in der Videobeschreibung. 19 Sterne schon. Das hat's bestimmt verdient. So, es soll anscheinend mehrere Wege geben. Der oberste ist, soweit ich weiß, der leichteste. Deshalb werden wir jetzt wohl zuerst mal den oberen gehen, damit wir mal der Musik lauschen können. Denn, ja, steht ja schon im Titel, dass das ein Theme ist. Ja, spielen wir mal. Ich freue mich. Achterbahnen! Ich hasse Achterbahnen! Okay, okay, das ist... Das wird was Schwieriges. Vor allem, ich hasse Achterbahnen. Okay, man sollte vielleicht einfach auf der Achterbahn oben bleiben. Nein. Das probiere ich jetzt einfach mal. Okay, man wird gar nicht verletzt durch die Munchies. Ich hasse Achterbahn! Hä? Was ist denn jetzt passiert? Okay, bin wohl zu hoch gesprungen. Oh nein, die bösen Achterbahnen! Oh oh. Okay, okay. Okay, sie können einen doch verletzen, wie jetzt. Ach so, wahrscheinlich, wenn man ganz vorne steht, schon. Aber in der Mitte, da tut einem nichts. Voll Nervenkitzel hier. Knochenpocke kommt gleich. Oder? Ja. Gut. Was? Ach so. Okay, wir sind bei Luke. Okay, boah. Das war bestimmt wieder viel Arbeit. Und ich glaube, das war bestimmt das umfangreichste Level neben den verlorenen Wäldern halt. Boah. Die Musik und alles. Und ja, jetzt spielen wir das gleich nochmal, denn da gibt es ja anscheinend auch alternative Wege.
Alles ist mir recht, solange ich nicht auf die Achterbahn muss. Und alles mega cool designt. Sogar mit Luke und Layton. So, ich denke, da unten kann man lang. Tatsächlich. Wird belohnt. Okay. Nein, Achterbahn. Sogar beim Alternativweg gibt's die. Das weiß ich natürlich. Okay, okay. Man kann also sterben auf der Achterbahn. Das ist die Achterbahn des Grauens. Huh, okay. Boah, das war knapp. Immerhin, an Pilzen mangelt es uns hier nicht, also an Ups. Okay, nee, Achterbahn, ich hasse Achterbahn. Ah! Ich hab Angst. Ich hab Angst. Oh nein. Okay, okay, okay. Sieht gut aus. Oh, ich bin in Laytons Hut drin. Okay, okay. Da unten gäbe es anscheinend noch einen alternativen Weg. Keine Ahnung, wie man den findet. Alter, ist das geil. So, sollen wir es nochmal starten und mal schauen, ob wir den alternativen Weg Nummer 3 finden? Oder glaubt ihr, es gibt nur 2? Wir schauen jetzt einfach nochmal kurz, ob wir noch was finden. Also da in die erste Spalte kann man bestimmt nicht. So, wir fahren jetzt... Naja. Dann fahren wir halt nicht mit der Achterbahn, ist mir auch recht. Vielleicht gibt es da unten ja noch was. Ich liebe das Level. So, hier oben ist nix. Was ist da drin? Oh, nee. Stimmt ja, Scrolling. Nicht vergessen. Da unten ist was. Ja, hallo. Bleibt nicht stehen. Und da unten überall P-Switches. Oben waren ja auch welche. Erinnere ich mich gerade. Aber wie komme ich da unten hin? Oder ist das nur Zierde? Da unten kann man hin. Ach du Scheiße, da unten kann man hin. Oh, Kettensägen. Naja, egal, ich werde es dann privat weiter ausprobieren. Ja. Und ihr könnt es ja auch selber ausprobieren. Wie gesagt, das empfehle ich jedem. Vielleicht entdeckt ihr ja noch den ein oder anderen Geheimweg oder ein Geheimnis. Ich bin sicher, dass TomTom hier auch ein paar Secrets versteckt hat. Das gab es bisher immer. Und der Knochentrockel fühlt sich cool. Also probiert es bitte selber aus. Das Level ist so cool. Also echt. So. Hier die ID unbedingt spielen. So. Oh, geil. Alle Level sind so geil. Björn, jetzt haben wir natürlich nicht mehr so viel Zeit, aber mal schauen, was dein Level uns... Kamek Spaceman. Okay, das sieht schon mal umfangreich aus. Hier wieder die ID. Ich lass mich überraschen. Er hat gesagt, da geht's viel mit Räumen und so. Also um Räume. Okay, mehrere Wege. Okay, da brauche ich einen P-Switch. Da komme ich gar nicht hoch, dann gehen wir runter. Jetzt will er mich rösten. Wo geht's lang? Kann man die so kaputt machen? Oh, Entschuldigung. Naja, selber schuld. Oh Gott.
Oh, ich kann ja springen, ich Vollidiot. Ich kann ja springen. Aber ich meine, mich so drehen. Okay, kann man hier oben rein? Nein. Ah, jetzt kann ich den oberen Weg nehmen. Okay, ich verstehe schon. So, den Weg kann ich noch nicht gehen. Lebt der Typ da unten wieder oder was ist los? Das habe ich jetzt unnötig verloren. Meine Blume. Boah. Wir müssen uns merken, da drin war auch noch was. Dass man mit einer Bombe oder so kaputt machen kann. Ah, cool, Pilz. Dreh dich schneller. Na, oh, ich bin ein Vollidiot. Habe ich das schon mal gesagt? Hier ist nichts versteckt. Hä? Björn? Ah, okay. Hätte mich jetzt auch gewundert. Na, jetzt können wir zwei Wege gehen. Einmal den da unten und einmal den im Raum, wo wir jetzt hinkommen. Welcher der richtige ist, das weiß ich jetzt natürlich nicht. Vielleicht ist der da unten auch nur ein Secret. Das finden wir jetzt raus. Okay. Wo bin ich? Ups. Ach du Kacke. Wow, das ist auch cool. Alter. Okay. Okay, okay. Endboss gibt's auch. Oh, und das Ziel. Ha, auch geiles Level, Björn. Viele Wege und man muss ein bisschen rätseln. Natürlich auch ein Stern. Ich will jetzt aber wissen, was hier rechts war für ein Weg. Das will ich schon noch wissen. Vielleicht habe ich jetzt auch gecheatet, wer weiß. Ja, hallo, geh rein. Also Björn, da hast du dir auf jeden Fall wieder Mühe gegeben, das merkt man. Macht doch wieder Spaß, also sehr viel Spaß, hier auch alles herauszufinden und erforschen. Ach, da können wir ja noch nicht, stimmt. Er geht weg da oben. Passt. Ja, ja. Mach nicht so einen Aufstand. Das andere war bestimmt ein Secret Way. Geheimer Weg. Ich nehme lieber noch einen mit. Gut. Hallo Jungs. Oh, jetzt ist der Fettsack ein Endgegner. Ey. Ja, ey. Du fetter Trampel, geh weg.